Hey, ihr könnt mich nicht sehen, aber meine Hand könnt ihr sehen. Ich will euch heute mal was zeigen. Erstmal hi, Grüße an Deutschland natürlich wieder, Nürnberg-Schwabach, Fürth. Und heute will ich euch zeigen, was passieren kann, wenn man im Dunkeln mit Feuer spielt. Und zwar in Matthäus Vers 5, ich glaube 18. Warte. Ich kann schon mal aufschlagen. Ne? Ich warte nicht. Nee, da steht es nicht. Steht es denn? Ja. Ach, Markus bin ich hier. Komm hier. 5 bin ich doch richtig. 5 Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Was sagt die Bibel zu uns? Wir sind das Licht der Welt. Wir sind eine Stadt auf dem Berg mit Licht, die nicht verborgen sein kann. Amen. So, also du hast schon mal erkannt, du bist das Licht der Welt. Amen. Was bist du? Was, das Licht der Welt? Du bist das Licht der Welt? Okay, kannst du einen Amen dazu sagen? Sehr gut. Nochmal, auch du Amelie, auch du Vivi, auch du Silvi, auch du Felix, auch du, oh nein, auch du David. Komm, das geht noch. Jetzt wird es schwierig. Okay, jetzt mein Gas aus. Jetzt ist natürlich alles aus, aber du kannst mich immer noch sehen. Ich versuche es die ganze Zeit. So, unter anderem lesen wir in Lukas 15, Vers 8. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und eine davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß. Also was macht die gute Frau? Richtig, die zündet ein Licht an. Sagen wir mal, die Frau ist ein Mann und heißt Jesus Christus. Oh, und er zündet ein Licht an. Dann ist es wesentlich heller hier. Und ich glaube, dass wenn du dein Licht anzündest, dass du Gottes Gesicht den Menschen zeigst, die im Dunkeln sind. Okay, ich gebe es auf. Aber du weißt, was ich meine? Wir haben das Licht und es erhellt Gottes Gesicht, weil wir die Stadt sind auf dem Berg, die nicht verborgen sein kann. Und ich glaube also, was will ich immer sagen? Also. Und ich glaube auch, dass du am Freitag, den 27. November, du, der du in der Agape-Gemeinde bist und Jugend bist, dieses Licht sein kannst zu den Leuten, die kommen. Und ich glaube das. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich ein bisschen traurig, dass ich nicht da bin, weil ich wäre echt gern da gewesen. Weil Schwabach, oh meine Jugend, nein, liebe Jugend, Schwabach ist auf meinem Herzen. Und ich bereue es nicht, dass ich hier bin. Aber ich finde es schade, dass ich nicht bei euch bin, weil ich würde, glaube ich, einiges anders machen, als wenn ich, als davor. Und wisst ihr, in dem Jugendgottesdienst, ihr könnt so viel geben, ihr könnt alles geben. Das Wichtigste ist aber, dass ihr das gebt für Jesus. Dass ihr nicht anfangt, das Licht zu sein für eure Gemeinde, weil darum geht es nicht. Es geht um Jesus Christus, dass Leute zu Jesus finden und nicht in die Agape-Jugend oder in die Agape-Gemeinde. Und wenn sie zur Emanuel-Gemeinde gehen und wenn sie zur Ekklesia-Gemeinde gehen und wenn sie schlag mich tot wohin gehen, sei fröhlich drum, weil es ist Gemeinde Gottes. Wir sind alle ein Leib. Halleluja. Und ich will euch anhalten dazu, dass ihr Licht in der Welt seid. Auch ihr, die ihr nicht in meiner Gemeinde seid, nicht in meiner Jugend seid, die ich euch nicht kenne oder die ich euch kenne, aber ihr vielleicht mit Jesus nichts am Hut habt. Lasst euch erleuchten. Und die, ihr mit Jesus was am Hut habt, seid eine Leuchte. Gebt alles für ihn, weil er ist es wert. Und genau. Das war so meine Botschaft an meine Jugend und auch an dich, der du das vielleicht schaust. Also du, mein Mit-Agabe-Youthler, gib alles. Ich weiß, ich habe es selber nie immer gemacht. Aber wir wachsen. Und ich weiß, oft ist es schwer, auf Leute zuzugehen, aber
Das macht nichts, du bist ein Licht der Welt. Denk einfach, hier, Licht in mir, Licht raus aus mir, zum anderen. Genau. Somit grüße ich euch auch noch. Ich will euch außerdem noch sehr herzlich danken für diese leere Schachtel, die nach Ankunft sofort entleert wurde und meinen Bauch gefüllt hat. Halleluja, das war eins der besten Essen. Danke, Frau Liebermann. Genau, und ich grüße alle Nürnberger, Schwabacher, Fürther, jetzt nicht bei Namen. Und ich weiß, Freitag, der 27., ich schätze so gegen 18.30 Uhr, du, der du nicht in der Agabegemeinde bist, du bist herzlich eingeladen, wenn du in der Umgebung wohnst, hinzugehen und meine geliebte Jugend anzuschauen. Nein, dich von ihr ins Licht leiten zu lassen. Oder ja, Lichtstrahlen von ihnen zu empfangen. Wenn du in Gottsunda, nein, wenn du in Uppsala wohnst, auch am 27. um, ich glaube, 19 Uhr fängt eine Worship Night an, die von 7 bis eventuell 4 Uhr nachts gehen kann. Damit grüße ich auch die Amelie Himmelreich. 67 Lieder ist Touching Heaven Night, Monster XXXXXXXXXXXL. Also unglaublich. Genau. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich grüße jeden aus Schwabach, jeden aus der Gemeinde. Andrea und Michi natürlich ganz herzlich, aber auch jeden von euch Jugendlichen. Ich nenne euch jetzt nicht bei Namen, weil ich weiß, ich vergesse eh ein paar und dann weinen die wieder. So, wenn ich Jugend sage, meine ich jeden. Also, seid ihr grüßt. Übrigens habe ich 6 Kilo verloren. 6 Kilo! Das ist mehr als meine Finger an der Hand wiegen. Okay, seid gegrüßt, Grüße nach Deutschland. Bye, 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 bye.